Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute ist zwar nicht mein Tag und damit meine ich, es ist nicht der Tag, an dem ich für gewöhnlich Videos hochlade, aber ich habe letzte Woche ja einen Tag Pause gemacht, also eigentlich die ganze Woche, aber das habt ihr so nicht mitbekommen. Ich war ja ein bisschen indisponiert, wie man so schön sagt. Ich war vorletzte Woche Donnerstag, da ging das los, da hatte ich so ein leichtes Kratzen im Hals und fing an zu husten und dachte, Mensch, komm, dann gehst du besser mal zum Arzt und lässt dich mal durchchecken. So. Und der hat gesagt, bis Dienstag gehen Sie nirgendwo hin, bis Dienstag bleiben Sie schön zu Hause, hüten's Bett. Eine Krankheit ist ja auch immer ein Zeichen des Körpers, dass man mal wieder ein paar Filme und Serien gucken soll. Ja, habe ich auch versucht zu tun, soweit mir das möglich war, denn das ging dann am Wochenende richtig los. Ne? Man hat zwar auch einen Corona-Abstrich gemacht oder so einen PCR-Test, der ging ganz tief rein, der war aber negativ. So, aber jetzt ging das Samstag weiter und Sonntag lag ich wirklich flach. Ich konnte Sonntag gar nichts machen. Da war ich in einer Tour nur am Husten, der Hals. Ihr hört das jetzt noch, ja, das ist jetzt eine Woche her. Aber es ging halt nicht. So, und da bin ich dann montags nochmal zum Arzt, hab dann da 2 Stunden im Wartezimmer, bin ich langsam vor mich hingestorben, wie Männer das halt so machen. Und da hat der Arzt gesagt, oder die Ärztin ist ja eine Frau, diese Woche bleiben sie auch noch zu Hause. So, und da bin ich dann die ganze Woche und es ging dann aber nach und nach etwas besser, dann wurde es nochmal schlechter. Da haben sie nochmal einen PCR-Test gemacht, auch der war negativ. Aber letzten Endes, es ist ja egal, was einen ans Bett fesselt. Solange das nicht der eigene Partner im gegenseitigen Einvernehmen ist, ist das scheiße. Ja, und eine Männergrippe, ja, ich sag mal, Schwächere als ich wären wahrscheinlich gestorben. Dann würde ich jetzt, ne, wenn ich nicht so ein harter Knochen wäre, als Toter vor euch sitzen. Und das wäre richtig scheiße, weil wer soll dann die Kamera bedienen? Sehe nicht nur scheiße aus, wird auch fies riechen. Kriegt ihr nicht mit, aber gut. So, Lirum Larum, letzte Woche gab es dann nur 2 Videos. Eins hatte ich schon vorbereitet, das war schon ein bisschen älter. Und das zweite habe ich dann aufgenommen am Freitag, als es kam. Direkt dachte ich, Mensch, komm, ich will den ja sehen. Ja, das war er hier, X. Und was soll ich sagen? Ich habe den dann reingetan und war sofort weg. Also ihr seht, ich meine, das passiert mir häufig. Da könnt ihr jeden fragen, der jemals mit mir im Kino war oder sonst wo oder sonst Filme guckt, passiert mir häufig, aber ich war direkt weg. Das hat aber nichts über den Film zu sagen, gar nichts. Ich werde den auf jeden Fall heute, jetzt ist Samstag, heute Abend mit meiner lieben Becky nochmal gucken. Die sitzt gerade draußen auf dem Balkon, die weiß gar nicht, dass ich... So, also da sind wir auch schon beim Thema. Ich mache euch heute mal ein kleines Sammlungsupdate. Also ich zeige euch heute die Filme, die in den letzten 2 Monaten, also Juli und August, in die Sammlung dazugekommen sind. Und das ein oder andere Mediabook habe ich euch schon ausgepackt. Und hier ist auch eins dabei, das packe ich euch noch aus. Das heißt, das Video dazu habe ich schon aufgenommen. Da hört ihr auch, dass meine Stimme richtig fies weg war. Aber es ging halt so. Ist heute auch wieder. Ne? Ganz fit bin ich noch nicht. Aber was uns nicht umbringt, macht uns härter. Ne? Und ich bin mittlerweile so hart wie Kruppstahl, wie man so schön sagt. So. Also, weiter geht's mit den Mediabooks, würde ich mal sagen. Ja, dann, denn das hier ist heute gekommen und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der neu aufgelegt wurde. Ich wusste, es gab mal eine Blu-ray-Version davon. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt auch im Mediabook war, ist aber auch egal. Ich bin auf jeden Fall froh, den jetzt endlich in der Sammlung zu haben. Ich habe den seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und es geht um Sindbad. Nicht Sindbad, sondern Sindbad, ja, mit dem Hulk, mit Lou Ferrigno. Das ist eine, ja, wie soll ich, ich kann mich da ganz düster dran erinnern, aber ich habe eben ein großes Paket von Wicked Vision gekriegt und da war der mit drin und Aufkleber und Postkarten und so zeige ich euch auch alles noch. Ne? Also hier gibt es noch ein Unboxing zu, wobei Unboxing ist falsch, die sind nämlich nicht eingepackt gewesen, die waren schon offen. Finde ich persönlich super, ja, weil es kommt ja auch der Umwelt zugute, wenn da nicht dieses Zeug drumherum ist, aber
Jedenfalls Becky sagt, boah, Sinbad, super, super, den liebe ich, den Film, und meine Schwester noch viel mehr. Also ich freue mich drauf. So, den, wie gesagt, ich habe den auch mal gesehen, aber ist lange, lange her. So, dann war in dem Paket noch Electric Dreams, Liebe auf den ersten Bit. Weiß ich gar nicht, ob ich den kenne. Auf jeden Fall, ich hatte hier schon mal ins Mediabook reingespingst. Ich mache das ja normalerweise nicht. Wenn ich ein Unboxing mache, gucke ich, dass ich das Mediabook vorher nicht ansehe. Aber vielleicht mache ich ja auch direkt ein Unboxing mit Filmkritik dazu. Dann, das ist nicht schlimm, ja. So, dieses Poster hier kam mir zuerst so bekannt vor. Da habe ich gesagt, nein, das ist Naked Lunch. So, das hat man da so ein bisschen ad absurdum geführt. Also ich bin nicht sicher, ob ich diesen Film kenne. Ich denke aber eher nicht. Umso schöner ist es, den zu entdecken. So, auch in dem Paket war der hier, Licht im Dunkel. Ganz großartiger Film mit Anne Bancroft und Patty Duke. Ich habe da mal geguckt, was das ist, und ich dachte, oh, den hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm, bin also hier schon hin und weg. Der, ich denke, dass der richtig, richtig gut sein wird, und damit meine ich auch wirklich gut, nicht das, was mir normalerweise gefällt. Mir gefällt ja durchaus auch, sondern dass das ein richtig guter Film ist. So, das ist alles von Wicked Vision. Dann waren da noch ein paar Keepcase-Versionen dabei, die zeige ich euch gleich. Wir gehen erstmal durch die Mediabooks durch. So, Munchies habe ich mir auch, habe ich auch bekommen. Habe ich den nicht sogar selber gekauft? Ich glaube, den habe ich selber gekauft. Den habe ich mir selber gekauft. Ja, selten, kommt selten genug vor. Aber Munchies. Ja, oder? Ich weiß, es ist ja auch egal, oder? Ich hatte da auf jeden Fall auch schon ein Video zugemacht, und dieses Video sagt eigentlich alles, was ihr über diesen Film wissen müsst. Habe ich nicht selber, oder? Ich weiß es nicht. Den hier auf jeden Fall. Ja, der, ne, den habe ich mir selber. So, der kam nicht als Pressemuster, der kam so, ne, von Papa. Und auch auf den war ich total scharf, und den habe ich auch direkt geguckt. Und ich muss sagen, das ist richtig geiles Exploitation- oder Ausploitation-Kino in Reinkultur. Wobei, man muss auch dazu sagen, also ganz grob angeschnitten, es geht hier um diese junge Frau, die hat eine Farm irgendwo in Australien, und da kommen dann halt Kängurujäger vorbei, und sie wird frech. Muss man jetzt einfach mal so sagen, sie wird frech, sie verteidigt ihr Grund und Boden, okay, aber sie hat angefangen. Ja, so eben stand es auch da, aber ich sag's trotzdem jetzt auch nochmal, weil ich es immer vergesse zu erwähnen, in diesem Video gibt es natürlich Spoiler. Ansonsten kann ich nicht über die Filme reden, wenn ich nicht spoilere. So, sie hat angefangen, weil diese Leute, sie wird denen gegenüber unverschämt, die waren natürlich auch unverschämt, aber sie hat zuerst angefangen, körperlich zu werden. Ja, macht denen das Auto kaputt und all sowas, und es endet dann quasi darin, oder nein, es findet den Höhepunkt darin, dass die sie quasi vorne auf die Motorhaube drauf schnallen und quasi dabei fliegen ihr die Klamotten vom Leib und fahren ein paar Mal um ihre Hütte. Lassen sie dann da liegen, okay, das macht man nicht, aber es ist weit weg von Rape and Revenge, weil hier wird niemand vergewaltigt. Aber sie tötet die dann alle. Ja? Und da muss ich sagen, ja, das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Kein schlechter Film, aber auf jeden Fall für Fans von Exploitation-Filmen ist das genau das Richtige. Schön dreckig und fieser Film. Macht Spaß. So, dann haben wir hier Wormwood, wenn wir schon dabei sind hier, ja, mit Endzeit, wobei das ist ja kein Endzeit-Film, das ist ja irgendwann in den 80ern spielt das. Das hier ist Endzeit, da ist Wormwood 1 und 2 drin. Eine australische Zombie-Mad Max-Mixtur. Richtig gut, hat mir persönlich richtig gut gefallen. Der erste Teil, der war schon geil, als ich ihn damals gesehen habe, vor, ich weiß nicht, 6, 7 Jahren, als er rauskam halt. Und der zweite Teil, der ist sogar noch cooler, der geht noch, geiler Film. Also macht richtig Spaß. So, dann haben wir hier von Cape Light Pictures auch ein absolutes Meisterwerk, Phase 4.
Ja, ein Science-Fiction-Drama, könnte man sagen. Es ist auch gleichzeitig ein Tierhorrorfilm. Da werden die Ameisen quasi intelligent, schließen sich zusammen und rotten zuerst ihre Fressfeinde aus und dann alles andere. Ja, und da ist dann eine Gruppe von Wissenschaftlern, die bauen in der Wüste halt, wo die Ameisen ihr Lager haben, bauen die so ein hermetisch abgeriegeltes Forschungslabor auf. Aber die Ameisen, die setzen den ordentlich zu. Geiler Film. Also richtig schön, richtig fies. Habe ich damals gesehen. Da war ich viel zu jung, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und der hat mich nachhaltig beeindruckt. So, weiter geht es mit Pancho Villa reitet. Ja, als ich den ausgepackt habe, wusste ich nichts über den Film. Dann habe ich den Film angeschaut, das Review angefangen zu schreiben und dabei ist mir, fangen wir mal vorne an. Es ist kein schlechter Film, absolut nicht. Es ist ein schöner, teilweise etwas brutaler Western. Es ist eine Mischung aus amerikanischem und europäischem Western. Es ist ein amerikanischer Western, klar. Und der wurde aber in Europa gedreht, in Spanien, glaube ich. Und ursprünglich war das Drehbuch von Sam Peckinpah. Ja, der hat das Drehbuch geschrieben über halt Pancho Villa. Das war so ein mexikanischer Revoluzer, Freiheitsheld. Manche nannten ihn Robin Hood, andere nannten ihn einfach nur einen fiesen, miesen Gangster und brutalen Schlechter. Und das hat dem Hauptdarsteller Jules Brynner hier, ja, ausnahmsweise mit Schnäuzer und Haaren, überhaupt nicht in den Kram gepasst, dass seine Figur da so negativ angelegt war. Also hat er dem Sam Peckinpah gesagt, hör mal, schreibst du um, ne? Gefällt mir nicht. Und der sollte auch Regie führen, der Sam, und hat gesagt, nee, also wir schreiben das um, aber letzten Endes, es kam halt zu Differenzen. Das Studio hielt jetzt aber so an dem Jules Brynner fest, dass die gesagt haben, komm, dann schieben wir den Sam Peckinpah eben weg. Und der hat dann Wild Bunch gedreht. Puh, ja, ist auch, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Ja, das ist auf jeden Fall der bessere Western. So, dann hatten sie einen anderen Regisseur, auch ein Italiener, wie hieß der noch, irgendwann, auch was ganz Unbekanntes, Sergio Leone. Sergio Leone hätte dann Regie führen sollen. Und hat gesagt, ja, können wir machen, aber hier mit dem Jules Brynner passt nicht. Ja, und da der Jules Brynner aber beim Studio beliebter oder der hatte da halt einen Stein im Brett, die wollten den Jules Brynner haben. Und Sergio Leone kannte halt noch keiner oder er war nicht so bekannt, zumindest nicht in Amerika. Und da haben sie den Sergio Leone auch ausgetauscht und Regie geführt hat dann letzten Endes. Ich find's gerade nicht. Auf jeden Fall nicht so wirklich bekannt. Also der Film, wie gesagt, er ist nicht schlecht, aber wenn ich überlege, wie er hätte sein können, wenn Sergio Leone Regie geführt hätte oder Sam Peckinpah das Drehbuch geschrieben hätte oder Jules Brynner nicht mitgespielt hätte oder, naja, auf jeden Fall, hättest du, wenn's du könntest, hast du aber nicht, deswegen... Pancho Villa reitet, kann man gucken, schöner Western für zwischendurch, aber eben nicht so der absolute Klassiker, wie die meisten Filme von Sergio Leone. So, dann haben wir hier noch einen weiteren Western oder sowas ähnliches, Dead Seven. Ja, Dead Seven, ein Film, okay, ist, ja, man hat quasi auch hier eine Endzeit, Szenerie mit Zombies und Cowboys. Der Film ist von The Asylum und Asylum, die mischen ja gerne mal ein paar Genres untereinander, damit man am Schluss etwas hat, was den Leuten bekannt vorkommt, dann kann man das besser verkaufen. Und damals, als der Film rauskam, da lief gerade das Remake von Die glorreichen Sieben, das wir euch übrigens auch mal vorstellen wollten, Original versus Remake, aber haben wir irgendwie immer wieder, machen wir aber, irgendwann machen wir das mal. Jetzt ist auch schon 2 Jahre her, also trotzdem gucken wir nochmal und dann reden wir drüber. So, und für einen Trash-Abend mit ganz viel Bier ist das ein toller Film. Kann man gucken, da ist dann Nick Carter mit dabei, hat auch das Drehbuch geschrieben. Oder habe ich da jetzt was durcheinander geworfen? Also mir ging es hier erst, ich bin ja eigentlich kein Verpackungssammler. Und ich habe den Film auch schon auf Blu-ray. Aber hier
mit diesem geilen Artwork von Boris Vallejo, habe ich gesagt, wow, wäre nice to have, ja, und jetzt habe ich ihn halt, so. Dann haben wir hier Hellboy 2 als 4K Ultra HD Blu-ray. Ja, muss ich auch nicht viel zu sagen, wisst ihr ja. Hellboy 2 ist ja relativ bekannt. So, dann habe ich hier noch diese mega geile Hammer Super Deluxe Box von Aufbruch zum Mond und Apollo 11 und The Space Movie. Ja, von Universal Pictures Home Entertainment. Das ist schön ausgesprochen, super, oder? Da sind halt diese drei Filme drin. Und Aufbruch zum Mond und Apollo 11 als 4K Ultra HD Blu-ray und als Blu-ray sowie The Space Movie als DVD. So, und jetzt gab es oder gibt es allerdings Abspielprobleme mit Aufbruch zum Mond. Also mit dem eigentlichen Hauptfilm, könnte man sagen, der hier drin ist. Und zwar lässt sich die 4K Ultra HD Blu-ray auf vielen Playern nicht abspielen. So, und da hat Universal Pictures vorbildlich reagiert. Ihr könnt nämlich eure Disc umtauschen. Dazu braucht ihr nur entweder den Kassenbon oder aber ihr schickt die fehlerhafte Disc ein und bekommt dann zeitnah eine Austauschdisc. Alles Weitere findet ihr auf der Seite, wo ich das, auf der Seite, unter dem Video, wo ich das hier vorgestellt habe. Also, das verlinke ich euch auch am Schluss. Da ist dann nochmal oben, ja, könnt ihr dann gucken. Da ist dann noch das Unboxing zu diesem Titel hier und da unten in der Infobox steht dann halt, wie ihr an eure Austauschdisk bekommt, falls ihr auch diese Abspielprobleme habt. So. Weiter geht's mit zwei DVDs, die ich mir gekauft habe. Ja, ich habe mir DVDs gekauft. In beiden Fällen ist es so, dass die nicht auf Blu-ray erhältlich sind. Und im zweiten Fall ist es sogar so, dass ich den bewusst, also selbst wenn es den auf Blu-ray gegeben hätte, denke ich, hätte ich, aber kommen wir gleich zu. So, das erste ist auf jeden Fall der rosarote Panther, die Peter Sellers Film Collection. Hier sind also die rosarote Panther Filme, beziehungsweise die Inspektor Clouseau Filme, weil es sind ja nicht alles rosarote Panther Filme, ja, ein Schuss im Dunkeln, da kommt der rosarote Panther gar nicht vor. Dann ist also hier ist drin der rosarote Panther, ja, Blake Edwards, dann ein Schuss im Dunkeln, dann noch Inspektor Clouseau, der beste Mann bei Interpol, dann Inspektor Clouseau, der irre Flick mit dem heißen Blick und der rosarote Panther wird gejagt. So, was nicht hier drin ist, ist der rosarote Panther kehrt zurück, was ich schade finde, weil der gehört hier meines Erachtens noch mit rein. Dafür hätte ich andererseits auf der rosarote Panther wird gejagt verzichten können, weil das ist nur ein Zusammenschnitt aus geschnittenen Szenen und aus alten Filmen. Also den hätte es nicht gebraucht, aber nice to have. So, das ist diese Auflage hier. Ach, hier der Schuss im Dunkeln liegt noch im Player, den haben wir nämlich gestern geguckt. Da sind die alle so drin. Es gibt wohl auch noch eine DVD-Box, wo die übereinander liegen. Finde ich, ist das hier die bessere Wahl. Und der war bei Amazon, war der relativ günstig zu haben. Auch habe ich jetzt Amazon gesagt, ihr wisst, was ich meine. Also ja, dieser Online-Versandhandel von Onkel Jeff, der auch. ja, geile Filme, auf jeden Fall. Und ich hatte die noch nicht in der Sammlung. Den ersten gibt's wohl sogar auf Blu-ray, aber den Rest halt nicht. Und deswegen halt die Box. Ich meine, hat 16 Euro gekostet für 5 Filme, kann man nichts sagen. So, der zweite Film. Ja, wie fange ich am besten an? Also, ich war auf dem Trödelmarkt vor 3 Wochen und da lag der, also da stand so ein großer Stand und er hatte halt verschiedene und dann jede DVD und jede Blu-ray 1 Euro. So ähnlich wie die fucking Freaks jetzt auf der Filmbörse Neuss. Ja, die ist jetzt vorbei, also wenn ihr das Video seht, ist zu spät hinzufahren, aber ich hoffe, die haben da ihren ganzen Krempel weggekriegt, damit das Kinderkrankenhaus in Köln auf der Amsterdamer Straße ist das, glaube ich, das Kinderkrankenhaus wollten die, glaube ich, karitativ unterstützen. Auf jeden Fall eine sehr geile Aktion, Patrick, Olli und Timo, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr habt den ganzen Krempel weggekriegt und dass der Rest auch funktioniert. Ja, so ein Stand war das, also jede DVD 1 Euro. Und da lag The Wicker Man. Ja, warum? Ne? Ich weiß ja, dass der
nicht ganz so gut ist wie die meisten anderen Filme, die ich habe. Aber es ist so, das Original gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und ich wollte euch schon immer mal ein Original versus Remake Video dazu machen. Wobei das Remake es von vornherein schwer hatte, weil ich den Originalfilm ja so toll finde. So. Und ja, ich hatte den aber nicht. Ich hatte den ehrlich gesagt noch nicht mal gesehen. Das habe ich dann geändert, habe gesagt, für einen Euro nimmst du mit, kannst ja nicht viel falsch machen. Euro tut mir ja im Zweifel auch nicht weh. Mehr dazu in meinem Original versus Remake Video. Und wenn wir schon dabei sind, es macht ja auch gerade Sinn, da habe ich mir doch glatt noch The Wicker Man gekauft, und zwar in der Neuauflage mit deutscher Synchro. Ja, der Film ist nämlich bis letztes Jahr nur auf Englisch erhältlich gewesen, deswegen kennt den auch kaum einer. Ganz im Gegensatz zu dem hier, den kennen echt viele, vielleicht wegen Nicolas Cage, ja, ist ja auch einer der besten Schauspieler gewesen. Und ja, den Original Wicker Man mit Christopher Lee, den kennt kaum einer, was ich echt schade finde, weil es ist ein fantastischer Film. Aber auch da reden wir in meinem Original versus Remake Video demnächst mal drüber. Dann gehe ich auch mal explizit auf die deutsche Synchronisation ein. So, dann haben wir hier noch einen weiteren Film, den habe ich euch schon in unserem Michi und Becky gucken Filme in den Sommerferien vorgestellt. Und zwar ist das Doctor Who und die Daleks. Die Daleks, ja, auch den gab es bis vor kurzem nicht in deutscher Sprache. Und jetzt hat aber, wer war es? Arthouse, das ist Studio Kanal, ja. Studio Kanal hat den dann synchronisiert und auf DVD und auf Blu-ray und auf 4K Ultra HD Disc rausgebracht. Ich habe mich für die Blu-ray entschieden, weil die einfach meines Erachtens das schönste Cover hat. Außerdem, hier ist ja das gleiche Master und so viel besser, weiß ich nicht, ob die Blu-ray, da die 4K so viel besser sein kann. Also meine Erfahrung hat gezeigt, dass 4K nicht wirklich einen so gravierenden Mehrwert gegenüber einer Blu-ray bringt. Im Gegenteil, ich hatte letztens sogar eine DVD drin, die auf einem neuen 4K Master basiert. Hat man also quasi einen Film, einen alten Film, es war Joe, nicht Joe der Galgenvogel, doch Joe der Galgenvogel, es war Django und die Bande der Gehängten mit Terence Hill. Da haben sie den Film mit einem 4K-Master neu gemacht und haben dann auch gleichzeitig auf diesem 4K-Master basierend eine DVD und eine Blu-ray rausgebracht. Ich habe durch irgendwelche Fehler die DVD bekommen, tu die rein und muss sagen, hätte sie jetzt nicht wirklich gesehen. Die Qualität war wirklich hervorragend. Und selbst wenn die 4K da noch ein bisschen besser ist, ob das den Mehrpreis von 100% dann wert ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ich muss mal gerade. Es ist immer so, ne? Da klingelt es an der Tür, da kommen die Pens nach Hause, ist so. Aber es war auch nicht schlecht, da konnte ich nämlich noch mal einen Schluck trinken. Ich merke nämlich, das ist jetzt, wie lange sind wir dran? Halbe Stunde oder was? Noch nicht ganz, aber es überfordert mich doch schon ein klein bisschen. Also ich habe mich vielleicht doch ein bisschen übernommen. So, ist ja auch egal, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, 4K. In vielen Fällen, finde ich, ist das einfach rausgeschmissenes Geld. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Bei aktuellen Filmen macht es mitunter Sinn. Die sind dann doch ein bisschen besser noch als die Blu-ray. Aber in vielen Fällen, gerade bei älteren Filmen, wenn das gut gemacht ist, denke ich, kann man da auch zur Blu-ray greifen. Oder wie im Fall von Django und die Bande der Gehängten sogar zur DVD. Wo wir schon dabei sind, hier, Dumbledores Verbrechen. Nee, so ähnlich, ne? Ja, ich sage mal Dumbledores Verbrechen. Passt ja auch irgendwie. Ja, fantastische Tierdinger und wo man sie findet, wenn man ordentlich sucht oder im Drehbuch nachsieht. Ja, Teil 3. Ich muss sagen, der erste Teil hat, ich fand den, konnte man gucken, weil der Newt Scamander hatte so viel von Doctor Who, ja, oder vom Doktor, heißt ja nicht Doctor Who, vom Doktor. Unter anderem diesen Koffer, der innen größer ist als außen und auch vom, also wenn man den in die TARDIS steckt, genau so den Schauspieler, wie er ist, dann geht er auch als Doctor Who durch, ja, und anstelle des Zauberstabs halt den Schallschrauber und gut. Ja, und der zweite Teil mit Johnny Depp als Grindelwald. Ich mag Johnny Depp. Ich finde Johnny Depp hervorragend. Er ist ein ganz toller Schauspieler. Was privat läuft, interessiert mich nicht.
oder auch nicht. Ja, es geht jetzt einfach nur um seine Leistung und ich mag Johnny Depp wirklich sehr. Aber als Grindelwald fand ich ihn nicht gut. Hat er mir nicht gefallen. So, hier wird der ersetzt durch Mads Mikkelsen. Und Mads Mikkelsen ist eine ganz andere Liga. Und den bösen Zauberer, der sich dann zum beinahe Zaubereiminister aufschwingt, den hätte man dem Johnny Depp, so wie er dargestellt wurde, nicht abgekauft. Hier passt das. Es ist großartig. So, also ich fand den zweiten Teil echt schlecht, auch wegen der ganzen vielen verzweigten Nebenhandlungen, wegen der 100.000 Millionen Figuren, die da reinkamen, die dann alle auch noch ähnliche Namen hatten wie die Figuren, die wir kannten, aber dann damit doch nichts zu tun haben. Also es ist so, die J.K. Rowling, die hat ein Händchen dafür, wie man Geschichten schreibt. Was sie nicht kann, ist Drehbücher schreiben. So, und da ist die Harry Potter Filme ja auf ihren Büchern basieren und da dann ein Profi dran war und das umgeschrieben hat, hat das auch funktioniert. Waren die Filme echt gut. Also ich mag die Harry Potter Filme und ich mag auch die Harry Potter Bücher. So, dann hat sie aber hier keine Romanvorlage gehabt, sondern nur das Drehbuch geschrieben. Und man merkt richtig, es fehlt an allem. Es fehlt an der Charakterisierung, es fehlt an den Hintergründen. In ihrem Kopf mag das ja alles vorhanden sein, aber im Film eben nicht. Und für den dritten Teil hat man ihr dann gesagt, ah komm, da war dann noch ein anderer Drehbuchautor mit dran. Und das hat dem Film wirklich gut getan. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Dumbledores Verbrechen gefällt mir persönlich. Von dieser Filmreihe, also von den fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, am besten. Was nicht heißt, dass das ein guter Film ist. Immer noch schlechter als alle Harry Potter Filme, aber von den fantastischen Tierwesen Filmen der beste. So, dann haben wir hier eine 9 Movie Western Collection mit 9 fantastischen klassischen Western mit John Wayne und unter anderem John Wayne, dann hier Kirk Douglas, dann haben wir hier Richard Burton und Robert Redford, ich sehe es gerade nicht alles. Also aber ganz, ganz tolle Filme. Die Hälfte habe ich schon geguckt, zum Rest bin ich noch nicht gekommen, aber auf jeden Fall eine Investition, die ich keineswegs bereut habe. Gesehen habe ich schon hier True Grit, der Marshall, sie nannten ihn Hondo und die 4 Söhne der Katie Elder hier und der Mann, der Liberty Valance erschoss. Alleine diese Filme sind so toll, dass ich jeden einzeln für den Preis, den diese Box gekostet hat, durchaus hätte kaufen können. Und die Qualität ist auch identisch, weil, hatte ich ja alles schon erklärt, auf jeden Fall, diese Box hat sich absolut gelohnt. Wenn ihr auch Western mögt, gerade klassische Western, hier, absolute Empfehlung von mir. Kann man nichts falsch machen. So, dann haben wir hier, das war auch in der Wicked Vision Box mit drin, und zwar ist das, ich halte den Finger mal so hin, Sklavin für einen Sommer von Joe D'Amato. Ja, das ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Soft-Porno. Ja, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich persönlich habe absolut gar nichts gegen Pornos. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Pornofilme sehr gerne, wenn sie gut gemacht sind. Und auch wenn sie schlecht gemacht sind. Also sag mal ganz ehrlich, ja. Wer sitzt da draußen und guckt keine Pornos? Gibt's gar nicht. Ihr seid im Internet. Ihr seid im Internet. Ihr seid nur einen Klick, ja, vom nächsten entfernt. Ja, Internet ist for Porn. Und wir konsumieren alle. Ich konsumiere auch. Viel. So, ja, aber hier ist jetzt ein, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Ja, gut. Dann war in der Box auch noch drin Trophy Heads oder Trophy, also Trophäen, Kopftrophäen, Trophäenköpfe. Also so ähnlich wie in The Most Dangerous Game. Ja, das tödlichste Spiel. Baron Zaroff, Graf Zaroff. Menschen, ja. Ich will doch auch gar nicht viel. Ich will doch nur eine kleine Insel im Pazifik, wo ich am Wochenende Menschen jagen kann. Ja, ein Film von Full Moon Entertainment, ebenfalls hier jetzt bei Wicked Vision rausgekommen, ohne deutsche Tonspur, ja, ganz, ganz wichtig, keine deutsche Tonspur drauf. Ich habe ihn noch nicht gesehen, kann demzufolge nicht viel zu sagen, aber
Ja, ich freue mich drauf. Das ist auch einer der Filme, die ich mir wahrscheinlich dann alleine angucke, weil für einen entspannten Samstagabend mit Pizza und Bier, das funktioniert nicht bei einem Film, der nicht in meiner Landessprache ist. Ich komme damit klar, ich gucke mir das auch an, sicher. Und gerade mit Untertiteln ist ja kein Problem. Nur sollte man dann einen klaren Kopf haben. Den habe ich samstagsabends nicht. So, dann haben wir hier The Lost City. Das Geheimnis der verlorenen Stadt. Mit Sandra Bullock und Channing Tatum. Da habe ich sogar im Kino gesehen mit meiner Tochter. Im Lumen in Düren, hat riesen Spaß gemacht, war auch glaube ich der erste Film nach 2 Jahren. Ja, es ist im Prinzip nichts anderes als das Juwel vom Nil oder der grüne Diamant. Also die Story haben wir schon 100.000 Mal gesehen, ist aber trotzdem ganz gut gemacht, der Humor stimmt. Und ja, macht einfach Spaß. Gerade Brad Pitt, der kommt in dem Film, der hat leider nur eine sehr kleine Rolle, aber super geil. Also worum geht's? Sie ist Schriftstellerin und sie hat einen Roman oder sie schreibt Liebesromane, auch Softpornos. Und er ist ihr Covermodel. Ja? Also der ist halt der Typ, über den sie schreibt oder das, er ist vorne auf den Büchern drauf. Jetzt hat sie aber über einen verlorenen Schatz geschrieben und einen Multimillionär gespielt von Harry Potter, der, also immer wieder, ja, wir drehen uns im Kreis, die Welt ist ein Dorf. Ja, der meint, das wäre echt und sie wüsste, wo ein bestimmter Schatz liegt und entführt sie und er geht halt hinterher und will sie retten. Ist lustig, macht Spaß, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Hat wirklich, wirklich viel Freude gemacht. So, dann haben wir hier, wir bleiben auf hoher See. Ich habe die nicht gesortiert hier, die Filme. Und trotzdem haben wir da irgendwie eine Linie drin. Des Königs Admiral. Die erste Verfilmung, zumindest soweit ich das im Blick habe, eines Romans über Horatio Hornblower, den berühmten Seefahrer seiner Majestät, der in den napoleonischen Kriegen alle Feinde aufgerieben hat, eine Prise nach der anderen und dabei dann das Herz von Lady Wellington erobert. Und ja, also dieser Film mit Gregory Peck in der Hauptrolle, der 5 Jahre später als Captain Ahab erneut in See gestochen ist. Ich kannte ihn nicht und ich war hin und weg. Es ist richtig geiler Scheiß. Ein geiler Abenteuerfilm aus den 50er Jahren, der richtig Spaß macht. Das einzige Manko dieses Films ist, er hat 3 Romane der Hornblower-Reihe in einen Film gepackt. Und dadurch wirkt der ganze Film ein bisschen holprig, ein bisschen zu überladen, die Handlungsstränge werden nicht richtig ausgeführt. Da hat er am Anfang zum Beispiel, da liefert der Waffen an einen wahnsinnigen König und muss für den dann halt auch ein Kriegsschiff aufreiben, macht er dann auch und dann kriegt er aber die Nachricht, ah ja, wir haben eigentlich längst Frieden mit denen und das ist jetzt der Feind und das wird dann nicht mehr weiter aufgegriffen, dann wird er irgendwann am Schluss verhaftet und die also es ist einfach zu viel in dem Film, aber es macht echt Spaß und es ist eine tolle Atmosphäre und wenn ihr auf historische Abenteuerfilme steht, ist das vielleicht genau das Richtige. Also mir hat es jedenfalls sehr gut gefallen, Becky auch. Und Becky kam auf die Idee, wir können hier ein Trinkspiel draus machen. Allerdings, Achtung, wenn ihr das auch macht, dann seid ihr ganz schnell besoffen. Der erste Offizier, Mr. Bush. Jedes Mal, wenn Gregory Peck ihn ruft, Mr. Bush, Mr. Bush. Ihr seid nach einer halben Stunde so prall, ihr kriegt gar nichts mehr mit. So, dann haben wir hier noch 2 Filme von wer war's? Ich krieg's gerade nicht hin. MGM, wer hat die rausgemacht? Ich weiß es nicht. Wir gehen der Reihe nach. So, den ersten haben wir euch ja auch schon vorgestellt in dem Video, was wir geguckt haben. Monty, der Millionenerbe. Toller Film. Macht echt Spaß, wenn man Rodney Dangerfield mag. Auch wenn nicht, weil er ist da ziemlich handsam und darf nicht, wie er eigentlich macht, wie er sonst immer ist. Er ist halt sehr derb, Rodney Dangerfield. Und das macht er hier halt nicht. So, und der zweite Film ist Schuld daran ist Rio. Das ist ein Remake eines französischen Films.
der Film hat allgemein nicht die besten Kritiken bekommen. Ich fand ihn allerdings ganz nett. Also mir hat er echt gut gefallen. Ich fand den witzig. Er war unterhaltsam. Um was geht's? Also Michael Caine fährt mit seinem besten Freund und den beiden Töchtern, also er hat eine Tochter und sein bester Freund hat eine Tochter, fahren die nach Rio. Sein bester Freund ist bereits geschieden und bei Michael Caine bröckelt es ein bisschen. So. Jetzt macht sich allerdings die Tochter seines besten Freundes an Michael Caine ran. Die beiden haben auch Sex am Strand und Michael Caine versucht jetzt quasi die ganze Zeit zu verheimlichen, was da passiert ist. Es ist teilweise ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, ein bisschen sehr drüber. Es regt auch ein klein bisschen zum Fremdschämen an, muss ich leider sagen, weil ja dieser alte Mann, ich meine, Michael Caine hat Charisma, keine Frage, aber also ich fand es ist unterhaltsam. Es sind ein paar echt witzige Momente drin und für einen Sonntagnachmittag ist das das Richtige. So, dann haben wir, den habe ich mir gekauft, den wollte ich schon lange haben. Der war jetzt bei auch wieder beim großen A, war der in einer Aktion drin und ich habe es damals leider verpasst. Ich habe das Review geschrieben, musste den Film aber zurückschicken, habe gesagt, ja, dann holst du dir den irgendwann mal. Zwischenzeitig war er für einen Fünfer überall und habe ich gesagt, ja, ach, der kostet 5 Euro, dann holst du ihn dir, wenn du ihn sehen willst. Dann wurde er teurer und teurer und jetzt habe ich aber der Weiße Hai 2. Ich weiß, ja, gibt's auch im schicken Mediabook, aber ausgerechnet der zweite Teil, der ist echt teuer, ne? Und der hier hat jetzt 5 Euro gekostet und ich mag den. Also klar, der erste Teil ist absolut einer meiner Lieblingsfilme, aber der zweite Teil, den kann man sich auch noch angucken. Ist nicht schlecht. So, dann haben wir hier Chucky die Mörderpuppe, habe ich auch noch. Der ist jetzt zum ersten Mal auf Blu-ray in der Keepcase-Hülle rausgekommen. Habe ich das Review zugeschrieben, da habe ich ihn gekriegt. Ich hatte den zwar auch schon, aber nur auf DVD. Man höre und staune, ich hatte Chucky die Mörderpuppe nur auf DVD. Hat mir bisher auch immer gereicht. Jetzt habe ich die Blu-ray. Nötig wäre es nicht gewesen, aber jetzt habe ich ihn halt. So, dann haben wir hier, weiter geht's mit zwei Klassikern der Filmgeschichte, um nicht zu sagen mit Filmperlen, die jetzt von Filmperlen in den Handel gebracht worden sind. Und zwar andersrum, als ich sie euch zeige. Aber ich denke, so wäre es richtig. Sorry, das ging jetzt gar nicht mehr. Da muss ich jetzt mal kurz eine Pause machen. So, und zwar ist das Jacques Tourneurs Katzenmännchen. Cat People. Ja, das war damals, da hatten die Universal Studios, hatten ja ihre großen Monsterfilme, Frankenstein, Dracula, den Wolfsmann, den Schrecken vom Amazonas, den gab es ja dann noch, den Unsichtbaren. So, und dann kam der Produzent, ich habe den Namen jetzt vergessen, das ist sehr peinlich, Val Lewton. Und der hat gesagt, wir machen für RKO, also war auch, da haben sie ein großes Filmstudio, RKO, wir machen auch Horrorfilme, so wie die Universal Studios, aber in schlau, also denkende Horrorfilme, nannte er das. Die Filme hatten alle spezielle Voraussetzungen zu erfüllen. Sie durften nicht teurer sein als Summe X, war nicht viel, ich weiß jetzt die Summe nicht, aber es war nicht viel. Und sie durften nicht länger als 70 Minuten gehen, ja, damit man sie als Double Feature zeigen konnte. Und sie mussten intelligent sein, das heißt, also den Zuschauern nicht das Blut und die Gedärme und die Monster ins Gesicht drücken, sondern der Grusel, der Horror sollte im Kopf der Zuschauer entstehen. So. Und der erste Film in dieser Reihe war Katzenmännchen. Großartiger Film. So, der Film hat auch den sogenannten Lutenbus. Das ist ein Filmeffekt, ein Filmtrick, der heute immer noch angewandt wird. Und zwar immer dann, wenn Horrorfilmemacher handwerklich nicht so ganz optimal drauf sind und die Leute aber trotzdem erschrecken wollen. Und zwar mittels Jumpscares. Mittels Jumpscares, ja. Der Lutenbus, da hat man also quasi hier in dem Fall die Heldin, oder eine Heldin ist sie nicht, also eine der Figuren, die läuft über die Straße und hat Angst, dass sie von einem Raubtier verfolgt wird. So, und während sich die Spannung ganz langsam aufbaut und man quasi nur darauf wartet, dass dieses Raubtier die Frau anspringt, kommt der Bus mit einem Wusch, ja, und die Leute, man muss sich das vorstellen damals, ja.
Der erste Jumpscare der Filmgeschichte sozusagen. Großartiger Film, ganz, ganz toll. So, der zweite Film dieser Reihe, der war dann Ich folgte einem Zombie. Das heißt wirklich Zombie, nicht Zombie. Und da haben wir es noch mit den klassischen Voodoo-Zombies zu tun. Auch hier eine intelligente Geschichte. Man weiß bis zum Schluss nicht, ist das jetzt wirklich Voodoo, ist das wirklich Zombie, ist die Person wirklich tot oder ist da was anderes, vielleicht was Medizinisches. Es ist auch ein toller Film, voller Atmosphäre. Die gehen hier zum Beispiel durch so ein Zuckerrohrfeld oder Mais oder was es ist, also so ein Feld halt, auf dem Weg zu dem Voodoo-Doktor. Ganz großartig gemacht, ganz hervorragender Film, atmosphärisch richtig toll. Und die beiden Filme, der hier kam zuerst raus und einen Monat später kam der raus, aber eigentlich müsste es andersrum sein. Großartig, großartig, kann ich jedem Horrorfan nur empfehlen, diese Filme und auch die anderen, die die beiden gemacht haben. So, ja, jetzt habe ich gesehen, da hat sich noch ein Mediabook drunter geschlichen. Das ist dann auch der letzte Film, den ich euch heute vorstelle. Das ist übrigens der Film, den ich am Donnerstag schon ausgepackt habe. Also als ich gedacht habe, in meinem jugendlichen Leichtsinn, Mensch, hier, komm, das geht mit der Stimme. Der kam Donnerstag, habe ich gedacht, Mensch, dann packst du ihn aus, dann kannst du ihn gucken. Hunter. Der Hunter, also der Jäger, ein Jäger. Und der Film ist auch schon vor einiger Zeit rausgekommen. Im April kam der im Mediabook raus und ich habe den aber jetzt bekommen. Ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat. Ich habe ihn nicht mal angefordert. Es wurde gefragt, hier, wie sieht's aus? Willst du da was zu machen? Und ich so, ja, klar, kann ich machen, sicher, warum nicht? Ich habe ja gerade Zeit, hat nichts anderes zu tun. Und da kam dann Hunter. Und ich muss sagen, gut, hat mir wirklich gut gefallen. Das ist ein Survival-Thriller mit einem fiesen, überraschenden, bösen Schluss. So, mehr möchte ich da auch jetzt nicht zu sagen, weil ich euch da die Freude nicht verderben will. So, das war's dann auch schon für heute. Ich meine, das hat sich auch gelohnt, oder? Es war eine ganze Menge. Wenn ich das jetzt einfach mal hier so am Stück hochhalte, ja, und dann habe ich nämlich auch direkt die Gelegenheit, hier ein Vorschaubild zu kreieren. Ja, wenn ich das einfach mal hier so zeige, das ist doch nicht schlecht. Ja, oder? So, und damit enden wir da, wo wir angefangen haben. Ich krieg's nicht weg. Oh Gott, jetzt fällt's. Das war's. Okay, bevor der Rest fällt, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt geil. Und bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich kriege jetzt die Kamera aus. Becky! Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.